Das ist die neue Nummer 1 in Haching, Jo Koppens, ein Belgier aus Norwegen, der die Liga aus Jena kennt. Am Spieltag verpflichtet als Nachfolger von Nico Mantel, der wohl nach Salzburg wechselt. Robert Müller mit der 4, bei ihm der neue Rekordspieler, sein 333. Drittligaeinsatz. Und das ist der neue VfB-Stürmer Cyril Akono, aus Mainz ausgeliehen, wo er für die zweite Mannschaft in der Regionalliga gespielt hat. Und das ist Grauschopf, der marschiert durch das Mittelfeld. Keiner ist bei ihm und er ist im 16er. Und das ist die erste Chance in der 6. Minute für die Spielvereinigung Unterhaching. Paul Grauschopf hätte er wohl auch nicht gedacht, dass auf diesem Rumpelrasen in Lübeck so viel Platz ist. Was macht der VfB? Er hat Deichmann, der legt sich den Ball auf den guten linken Fuß und verfehlt das Ziel nur knapp. Yannick Deichmann mit 4 Saisontreffern der erfolgreichste Torschütze beim VfB Lübeck. Der VfB ist das aktivere Team. Hier flankt Deters, Akono im Zweikampf mit Schwabel. Schwabel geht zum Ball, aber auch zum Gegner. Cyril Akono, es gibt 11 Meter. Der Hachinger Kapitän will es nicht wahrhaben. Und Rolf Landall denkt, da geht doch was. Und es war eine korrekte Entscheidung von Schiedsrichter Erik Müller aus Bremen. Hier trifft er ihn. Also gleich mal ein Assist für den neuen VfB-Angreifer. Strafstöße sind eine Aufgabe für Yannick Deichmann. Deichmann gegen Koppens. Und er sitzt 1:0 für den VfB Lübeck. Die 31. Spielminute. Yannick Deichmann erzielt seinen 5. Saisontreffer. Und da war nichts zu machen für Koppens, der noch keinen Ball auf sein Tor bekommen hatte. Diesen dann aber schon. Wir sind fast in der Halbzeit. Und dann dieser Zweikampf. Marvin Thiel erwischt Marco Schwabel mit der Sohle im Gesicht. Sicherlich keine Absicht, aber Schwabel verliert danach 2 Schneidezähne. Die brechen ab und sein Vater, Manfred Schwabel, der Präsident der Spielvereinigung Unterhaching, findet noch Restbestände auf dem Rumpelrasen. Für ihn geht's nicht weiter. Yannick Deichmann muss zu Beginn der 2. Halbzeit mit Oberschenkelproblem ausgewechselt werden. Damit fehlt dem VfB der auffälligste Akteur im 1. Durchgang. Lübeck verteidigt. Unterhaching wird ein bisschen aktiver mit Strohengel mittlerweile auch im Spiel. Das ist Schröter und das ist Strohengel. Der 35-jährige Reda reißt die Fäuste hoch mit dem Mute der Verzweiflung. Die Abschlussschwäche setzt sich für Unterhaching auch an der Lohmühle fort. Er hätte früher vielleicht hier getroffen, Ari van Lent, der Ex-Torjäger aus der 1. und 2. Liga. Lübeck hat Konterchancen und Greger unterbindet einen solchen Konter. Foul an Deters, er hatte schon gelb und sieht gelb-rot. Im Hinspiel war er noch Matchwinner. Landals Lübecker in den letzten 10 Minuten in Überzahl, weil Greger runter muss. Was macht der VfB aus dieser Überzahl? Er kommt zu Chancen. Der eingewechselte Härtner sieht Röser, ebenfalls eingewechselt. Kopf kurz hochgenommen. In der Mitte läuft Deters in Position. Und das ist es nicht. Das muss es aber sein. Die Entscheidung, das 2:0. Torben Deters lässt die Riesenchance für den VfB Lübeck liegen. Das war der Matchball. Und so bleibt die Hoffnung von Unterhaching am Leben. Sie versuchen es nochmal. Inzwischen sind sie in der Nachspielzeit. Heinrich sieht, dass Reda ein bisschen weit vor seinem Tor steht. Ein frecher Lupfer, aber Reda verhindert den Ausgleich. Moritz Heinrich sieht, dass er nicht direkt durchkommt, riskiert den Lupfer. Gute Idee, aber letztlich bleibt es beim 1:0 für den VfB Lübeck gegen Unterhaching. Wir haben viele Ballverluste gehabt, wir haben nicht ruhig gespielt. All das, was uns eigentlich auch ein bisschen auszeichnen kann, dass wir Fußball spielen. Das haben wir erst Halbzeit leider vermissen lassen. Und ja, dann kommt es halt, dass wir einen Elfmeter gegen uns bekommen, das einzige Tor. Und dann sagst du auch einfach, leck mich da am Arsch, du musst dich wieder rauskämpfen, legst wieder hinten. Und das haben wir heute ja nicht geschafft, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Das war auch wirklich unruhig auf der Bank und auch im Spielfeld. Jeder will noch mithelfen, will diesen Dreier unbedingt hier behalten. Und ja, umso schöner ist, dass wir es geschafft haben. Genau, und darüber freuen wir uns heute. 8 Spiele ohne Sieg. Die längste Sieglosserie der Liga ist Geschichte. Und wie feiert man diesen Erfolg? Genau so. Der VfB Lübeck schlägt die Spielvereinigung Unterhaching mit 1:0. Alle Spiele der 3. Liga live. Nur bei Magenta Sport.